Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im faschistischen Italien und gerade dabei, die USA so peu à peu einzunehmen. Es ist noch ein gutes Stück, ein guter Weg, den unsere Marines da zurücklegen müssen, aber wir sind drauf und dran, hier den nächsten Kessel vorzubereiten. Eigentlich läuft das hier ganz gut. Das große Problem halt immer bei der Sache ist, dass die KI die Einheiten so komisch hier rumschickt. Hier drüben haben wir eben wieder einen kleinen Kessel gehabt, wo wir ein paar Einheiten überrennen konnten. Und wir versuchen hier direkt auch gleich weiter vorzustoßen und hier unten noch mehr Druck aufzubauen und auch hier unten noch mehr Regimenter aufzustellen. Die 7 Regimenter hier, die brauchen wir jetzt hier drüben. Wir versuchen hier so eine größere Umfassung zu machen. Das würde ich ganz gerne erledigen, wenn es geht. Ich glaube, das funktioniert auch, wenn wir ein klitzekleines bisschen Glück haben. Je größer die Umfassung, desto besser. Vielleicht versuchen wir es hier tatsächlich auch sogar mit einer großen Umfassung. Wir müssen mal schauen, hier drüben den Angriff hier, den müssten wir abbrechen und abwarten, bis diese Regimenter sich bewegen. Offenbar können sie nicht zu dem Zielpunkt, wo sie hinwollen. Das ist schon mal interessant, wenn wir dieses Ausrufezeichen da sehen. Das gibt uns schon mal einen kleinen Hinweis. Ihr seht, dass das mit den Umfassungen ansonsten ganz gut funktioniert hat bisher. Wir warten noch auf Panzerverstärkung aus Europa. Immer noch. Hier drüben wurden wir eben attackiert. Wir machen es auch übrigens jetzt mal gerade so, dass wir uns so rumbewegen. Wir wurden hier attackiert, haben es aber eigentlich ganz gut geschafft, hier wieder rauszukommen. Und jetzt sind wir auch dabei, hier drüben den Angriff zu verstärken. Warum läufst du jetzt eigentlich hier runter? Dann lauf wenigstens hier hin. Also ihr seht, wir haben auch hier ein großes Loch in die Verteidigung der USA gerissen. Lauf bitte du hier weiter. Und vielleicht schaffen wir es jetzt auch gleich noch hier die nächste Umklammerung hier zu eröffnen. Das wäre eigentlich eine hervorragende Taktik. Schiffe haben wir leider schon einen schweren Kreuzer verloren, aber werden wir auch nachbauen können. Ich baue noch keine Flugzeugträger. Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr im Krieg gegen die USA. Das machen wir dann in der Zwischenkriegszeit. Wir werden wahrscheinlich gleich eine kleinere U-Boot-Flotte verlieren, was ich schade finde, was aber wohl nicht vermeidbar sein wird. Wir gucken ganz genau hier, was hier passiert, denn wir werden jetzt hier versuchen, die Umklammerung zu vergrößern und diese Einheiten hier einzuschließen. Wir können es auch schaffen, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben und etwas schneller sind, als es vorher der Fall war. Okay. Wir versuchen auch auf der anderen Seite noch, ihr seht es ja hier auch so ein bisschen an der Landschaft, wir müssen versuchen mit unseren Panzern hier in diese Region vorzustoßen, denn dann, oder hier vielleicht auch, vielleicht schaffen wir es auch mit den Panzern hier rüber zu kommen, denn hier geht es wirklich schnell hier in den Küstenebenen und in den, in den Ebenen allgemein, da geht es schnell mit dem Panzervorstoß. Es dauert hier oben relativ lang, weil wir auch mal durch ein Hügelgelände durchfahren, also nicht Gebirge, sondern durch Hügel. Hügel sind okay, Gebirge sind nicht okay. Und insgesamt aber auch noch leiden wir so ein bisschen darunter, weil wir halt sehr wenig Panzer haben. Ist aber ansonsten auch noch in Ordnung. Okay. Du bitte auch hier hin. Wir versuchen das so schnell, wie es irgendwie geht. Schön. Wir kriegen Entschlüsselung plus 1. Es gibt einen Angriffsbonus. Very nice. Wir können außerdem direkt schon mal hier die verteilte Industrie mitnehmen. Damit steigern wir unsere Produktion nochmal. Wie gesagt, wir bauen jetzt schon mal vor für die Zwischenkriegszeit. 3 Marinebomber abgeschossen, ist okay. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber ist okay. Ja, und aus irgendeinem Grund können wir hier nicht von Hafen zu Hafen. Wir benötigen 2 Konvois. Achso, momentan haben wir nur noch einen über. Ja, aber das wird auch besser. Schön. Das ist mir ein bisschen zu defensiv aufgestellt. Ich glaube, wir könnten hier offensiver vorgehen. Insbesondere, weil von hier oben noch weitere Truppen kommen.
Und weil unsere Truppen insgesamt ziemlich gut sind, obwohl es Italiener sind. Blöder Witz an der Stelle, aber der soll mir jetzt mal gerade verziehen. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen auch hier gegnerische Regimenter festzuhalten. Um mögliche Umfassungen zu garantieren. Wir gucken mal gleich, wie das so abläuft. Es sieht nicht schlecht aus insgesamt, wie ich finde. An der Stelle auf jeden Fall auch nicht. So, und jetzt müssen wir nur verhindern. Er geht zum Angriff über. Er greift unseren Panzer an. Das wird sich aber gleich ändern. Wenn wir hier noch ein bisschen mit ein paar Infanterieeinheiten verstärken. Genau, so rum bitte. Stärk mal die Panzer da oben. Ja. Wir versuchen außerdem direkt dann hier weiterzukommen. Greif du den Hafen an. Ich glaube, das ist ziemlich mächtig, wenn wir das schaffen, Baltimore zu erobern. Und dann hier Washington am besten auch noch mitnehmen. Und wenn du hier fertig bist, läufst du auch nach Washington. Da kann die Infanterie wirklich gute Arbeit verrichten. Du brauchst definitiv da nicht diese Front zu sichern. Die ist quasi schon erledigt. Ja, wir konzentrieren uns halt eben sehr auf die Westküste. Man kriegt es ja auch mit. Oh, und da sind gerade Schiffe in den Hafen eingelaufen. Das ist doch eine feine Sache. Und wir verlagern nochmal unsere Luftwaffe. Ne, ist groß genug. 800? Ne, ist nicht groß genug. Oh, 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 oh. Müssen wir ein bisschen gucken. Lässt den taktischen Bomber hier stehen. Ja, das ist ein taktischer Rückzug, würde ich vermuten. Wir versuchen es hier jetzt in einem doppelten Manöver. Du musst ja gar nicht mit, glaube ich. Das sieht gut aus. Ich meine, das sind immerhin 12 Regimenter und die 8 hier oben, das wären 20 Regimenter, die wir vernichten könnten bei einem Einschluss, ne? Der greift uns immer noch an dort. Ja, interessant. Schön auch, wie die Infanterie hier mitfeuert und unterstützt. Dann kannst du hier den Angriff mit unterstützen. Ja, es läuft gut. Boah, drück mir die Daumen, Mädels. Ey, das wäre richtig, richtig Hammer. Da sind unsere 6 Panzerdivisionen. Ich glaub's kaum. Bitte ganz, ganz schnell. Stopp. Bitte ganz, ganz schnell hier runter. Ah, sehr schön. Veteranenlevel. Gut, 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 gut. Das mag ich doch ganz besonders bei den Panzern. Okay. Schön. Das hier oben hat super geklappt. Haben wir noch nicht zugewiesene Einheiten? Nö, ne? Mittlerweile eigentlich, oder momentan alles ganz gut. Was machst du? Ja, yeah, okay. Geh hier mit dazu, verstärkt das hier. Wer hat Chicago offen gelassen? Du, ne? Okay, naja, dann lauf zurück. Aha, alles klar, das hier unten, das geht gut.
Läuft auch. Und wenn da drüben die Front offen ist, dann versuchen wir doch auch hier mal direkt so einen kleinen Durchstoß zu machen. Ja, fein. Das ist hier oben doch auf ganzer Linie aufgegangen, würde ich sagen, ne? Hat zwar 100 Jahre gedauert, aber hat gut geklappt, ne? Ja, genau. Und dann ruhen wir uns erstmal aus, ne? Nein, bitte nicht. Bitte nicht ausruhen, sondern wirklich jetzt Druck machen, ne? Jetzt Druck machen. Hier doppeln. Ja, ne? Ihr verpisst euch dann auch erstmal, wenn ihr hier endlich mal den Iron Man geschlagen habt. Du bitte dann hier. Und du darfst hier weiter Richtung Portland. Hier runter dann. Gut. Das ist insofern jetzt interessant, weil sogar Pietro Badoglio in der Lage ist, hier oben einen Krieg erfolgreich zu führen, ne? Was man jetzt nicht unbedingt so erwartet hätte. Und ich glaube, so wie es für mich gerade aussieht, fehlen den USA jetzt so ein bisschen die Regimenter. Könnte zumindest sein. Also es wäre spannend, wenn es so wäre. Dann haben die nämlich jetzt echt ein Problem. Dann haben die echt ein Problem, weil natürlich, das ist klar, die USA hier, die sind riesig, das wird schwierig für sie, das Gebiet zu verteidigen, ne? Wollt ihr nicht mal beide hier gerade angreifen und dann läufst du irgendwie so weiter? Weil das finde ich jetzt doof, wenn da einer da unten steht und den macht ihn nicht platt. Das wäre doch irgendwie ein bisschen zu billig. Okay, warten wir auf die Panzer. Gut, okay. Buffalo ist eingeschlossen. Die können vielleicht hier über diese Seen versorgt werden. Ich weiß es nicht. Für den Fall, dass es so ist, fährst du auf jeden Fall mal hier runter. Und dann nimmst du hier die Kavallerie mit dazu. Die trusty, trusty Kavallerie. Bam, Kessel ist offen. Meine Damen und Herren, der Kessel ist eröffnet. Ich meine, an den Kessel von Marvin mit den, weiß ich nicht, wie viel waren es, paar und 40 deutschen Regimentern, die er da eingekesselt hat als China, da komme ich natürlich nicht ran, aber. Die 12 des Günner ist die 40 des Marvin, würde ich mal einfach sagen, ne? Okay. Ja, Washington fällt, gut. Es wäre zu überlegen, wir kriegen ja hier drüben Probleme, wenn die Erden. Da sind sie nämlich schon. 3 Tage. Gut, wir haben 2 Häfen hier, ne? Aber. Das Philippinen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Im Idealfall nehmen wir gleich hier die 6 Regimenter von hier drüben. Hier die nehmen wir im Idealfall gleich noch mit. Ja, doch, das können wir machen. Wow, immerhin Stufe 3 ist er jetzt. Stufe 7. Stufe 6. Stufe 2. Stufe 3. Was machen wir jetzt hier mit den ganzen Punkten? 500 können wir stacken, ne? Ja, okay, gut, dann stacken wir die noch, würde ich sagen.
Wir haben so einen krassen Materialmangel. Brich das mal bitte nur für einen kurzen Moment ab, damit hier die zwei Regimenter noch mit rüberkommen. Scheiße, und sofort sind die Transen wieder weg. So, jetzt habe ich 19, na komm. So ein Mist, ey. Für Truppentransporte 22. Für Handel und Nachschub 484. Okay, gut, ja dann. Aber ich glaube, ich brauche gar kein Öl mehr, ne? Weil ich habe von den USA mittlerweile so viel Raffinerien erobert, dass ich genug Öl habe. Ich habe wahrscheinlich mehr, als ich jemals verbrauchen kann, ne? Der zählt noch nicht als eingeschlossen, im Gegensatz zu den Burschen hier. Okay, da sind noch ein paar Panzer. Ich schicke die eine Hälfte bitte hier hin. Und die andere Hälfte bitte hier hin. Scheiße. Ja, ist aber okay. Sägeficht. Ja, du wirst so langsam repariert, ne? Es könnte sogar tatsächlich sein, das ist mir nur eingefallen, dass ich die Truppe wirklich auf niemals reparieren gestellt habe. Und zwar genau in dem Moment, als ich gegen China eigentlich schon den Krieg beendet hatte und irgendwo noch Küstenbombardement oder irgendwie sowas brauchte, damit die Schiffe nicht einfach so in der Gegend rumgammeln, ne? Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann befindet sich gerade keine Einheit mehr von dir auf dem Transportweg. Das heißt, ich werde jetzt die KI-Befehle löschen. Stopp, da willst du nicht hin, das ist Gebirge. Das ist eine ungesunde Idee. Aber wo du wahrscheinlich hin willst, ist halt erstmal hier. Und dann möchtest du mit dem hier hin. Und du möchtest auf jeden Fall hier hin. Und dann nimmst du mir einen mit, der fährt hier hin. Nee, warte, stopp. So. Der fährt so rum, damit ich da oben noch einen weiteren Panzer habe. Ja. Ja, läuft doch. Okay. Okay, 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 okay. Dann erklärt sich dadurch natürlich auch, warum ich so viele... Stopp. Ich hab... Nee, okay, gut, alles klar. Geht noch. Dann erklärt
ich muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht alles in diese Reparatur stecke. Ne? Ach komm, mach den mal gerade nach oben. Der ist so schnell. Der ist doch in Sekundenbruchteilen fertig gebaut, oder? So, das sind 7, das sind 4, das sind 11 Regimenter hier. Der ist... Halt die Fresse, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Du lässt den einfach so abhauen? Ist nicht dein Ernst. Das kann unmöglich sein. Ah, warte mal. Vielleicht, weil ich die Befehle von dem Umbald Sotto aufgelöst habe. Aber das kann sein. Ja, das könnte tatsächlich sein. Nee, nicht durchs Gebirge fahren, du Dödel. Die Popeldreher finden doch aber immer auch eine Möglichkeit, einen zu linken, ne? Das sind 95%, du kannst auch mit dazu gehen. Keine Chance, der Bruder da drüben. Spanien will 28 Regimenter schicken. Okay. Die nehme ich mit. Machen wir erstmal eine neue. Mit einem neuen Kommandanten. Noch einer hier und dann haben wir noch einen für den Badoglio. Du kriegst einen Kriegsschauplatz. Australien, bitte. Kriegst auch ein neues Symbol. Du wirst erstmal grün. Und kriegst so einen schönen Infanteriehelm. Dann kriegst du hier deine Frontlinie. Mit Angriffsbefehl. So, und da kannst du erstmal ein bisschen trainieren gehen. So krass, wie diese Truppen einfach immer noch unterwegs sind, ne? Das ist so krass, wie die USA immer noch so Manöver hier fahren können. Obwohl, ja doch, das können die sogar noch, wenn die nur noch 1, 2, 3... Ja, das können die sogar noch, wenn die nur noch die Bucht von Mexiko halten, ne? Ja. Heavy. Aber wir haben es fast, ne? Nee, du holst dir bitte... Das ist doch Schwachsinn. Du holst dir bitte die komplette Küste. Bis hierhin. Ist egal, da gibt es... Natürlich gibt es da andere Wege, die schneller sind. Aber du holst dir bitte die komplette Küste. Haha. Entschlüsselungsvorteil. Das ist echt cool. Dann, ja doch, okay, gut, greift er erstmal an. Komm, wir gucken mal. So, da oben. Du bist eingeschlossen. Hier ist unsere Luftwaffe. Die keinen Nachteil kriegt, gut, ja. Und da habe ich eben zwei... Regimenter gesehen, die gerade nichts machen. Das ist mir immer ein Dorn im Auge. Regimenter, die nichts machen. Wow. Also wenn wir Schwein haben, kapitulieren die recht bald, ne? Komm mit dazu nach da oben. Du willst dir das Ding hier... Ne, Moment, wir gucken mal gerade. Das ist Bullshit. Das ist auch Bullshit. Das ist wahrscheinlich auch Bullshit.
Ich sehe leider nicht. Zwei Divisionen? Das sind aber mehr auf dem Weg gewesen eben. Oh, Deutschland ist da. Ja, wir haben Widerstand. Ohne Ende wahrscheinlich. Das werden wir nicht so einfach lösen können. Du kannst da nicht hin. Was will mir der Künstler damit sagen? Stopp. Einmal Hottehü hier runter. Und dann bitte hier runter. Da können wir die Abkürzung nehmen, das ist legitim. Dann fahren die Panzer genau, die fahren weiter. Du versuchst auch bitte hier noch ein... du musst mal gucken, ob sich da irgendwo noch Truppen verstecken. Dann würdest du natürlich hier einmal rüber. Und ich würde ehrlich sagen, wenn du hier durch bist, dann laufen wir mit dir Richtung Süden weiter. Oder machen wir das jetzt schon? Machen das jetzt. Weil ich glaube, wenn wir da auch noch eine Umschließung hinbekommen, dann ist es ziemlich übel für die USA. Dann sieht es nicht mehr gut aus für die. Bisher haben wir das immer ganz gut geschafft, uns so davon zu stehlen, ne? Ja, jetzt müssen wir hier unten auch ein bisschen aufpassen. Es könnte eng werden, wenn wir Pech haben. Ich würde auch fast sagen, die Truppen da oben sind jetzt, die Panzer und so, die sind alle schneller. Lass das und geh direkt hier in den Angriff über. Mach hier weiter. Und nimmst du hier den Hafen. Man es nochmal anders? Nein. Okay, ich glaube, wir werden das zeitlich steuern können. Wichtig ist ja, dass wir die Häfen mitnehmen. Ja, ja, okay, ich glaube, das haut hin. So führt man Panzerkrieg in den USA. Ho, ho. Jetzt müsste mir noch einer erklären, warum hier keiner angreift. Sag mal, willst du echt rumsitzen, Däumchen drehen? Die sind noch geliefert. Nee, warte, bleib da. Das ist einfacher, da drüben zu verteidigen. Aber bitte alle da an. Du brauchst nicht, weil du machst dann so. Du musst dann bitte so. Uiuiuiui. Es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich viel, viel effizienter, das alles selbst zu machen, als der KI hier irgendeine Verantwortung zu übertragen, weil diese Angriffspläne auszuführen, ist so eine riesige Ressourcenverschleuderung. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Tauscht immer gerade bitte Positionen. Ich glaube, das wäre mir ganz recht. Wir haben bisher auch bei unserem Seekrieg haben wir auch ganz gut Schwein gehabt, wie ich finde. Also,
Die kommen da auch nicht mehr an, ne? Es wird einfacher, wenn wir die USA... wenn wir die USA komplett am Wickel haben. Wie sieht denn das bei denen überhaupt aus mittlerweile vom Kriegsstand her? Ja, ist schon ziemlich gut, ne? 68%, das ist ordentlich. Schaut euch das an, wir haben 16.000 Mann Verluste. Ja, 188.000 haben die USA Verlust. Wir haben natürlich wieder das Problem, dass hier irgendein Schlawiner hat hier seine Armeevorlage umgestellt und bei mir Manpower geklaut. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber I'm not pointing any fingers. Ja, aber das ist schon gierig, ne? Okay. Du musst jetzt definitiv mal versuchen, hier so ein bisschen Umschließungsmanöver zu machen. Versuch mal hier. Ja, das ist gut. Und dann kommst du mit hier rüber. Und du kommst mal mit dahin. Ja, das ist auch gut. Und du bist auf dem Weg, ne? Dich habe ich geschickt. Jawohl. Ja, das da ist auch gut. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so schlecht. Na, endlich. Ach nee, ist ja ein Witz, ne? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass die Truppen da alle gar nicht im Gefecht sind. Obwohl, wir haben eine 160er Frontbreite. Wir haben zu viele Männer da. Wer fehlt denn? 5A, 2, 15, 16, 17, 8. Dann kommt mal zurück. Weil ich glaube, hier drüben gibt es auch noch ein bisschen was an Aufgaben für euch. Ist natürlich auch extra. Oh Gott, wenn wir hier ein paar Panzer haben, ne, wir können da einmal so durchfahren. Das ist natürlich auch brutal, ne? Nehmen wir mal ein bisschen anders. Wir machen mal so eine ganz schnelle Verlegung. Wir haben hier unten fast keine... Doch, wir haben hier unten Infanterie en masse eigentlich. Also wir haben genug Infanterie. Leg mir die mal hier runter. Ich würde hier unten gerne ausschwärmen. Oh, wir haben das Mare Nostrum. Nehmen wir die Flugzeugträger. Ich glaube, wir haben ja einmal Flugzeugträger bereits geforscht, ne? Genau, dann kommen wir bis zur Aquila-Klasse eigentlich relativ flott durch, wenn wir das nehmen. Machen wir das. Du willst aus irgendeinem Grund da hinten hin. Das ist doch total langweilig. Ist doch nichts los. Da erlebst du doch gar nichts. Wir versuchen auch hier die nächste Umschließung, würde ich eher sagen. Das ist totaler Käse, was du da machst. Komm hier runter. Auch hier bitte einmal darüber. Wir können diese ausladenden Umschließungsmanöver hier eigentlich relativ problemlos machen. Ja, wir haben minus 76. Öl. Ich dachte eigentlich, dass wir mehr haben müssten. Wir können nur nicht mehr handeln wahrscheinlich mit Venezuela. Naja gut, die haben erstens nicht mehr. Und zweitens haben wir nicht genügend Konvois, ne? Wir benötigen 19 für diesen Handel. Das ist nicht so viel. Hau mir die trotzdem mal raus. Vielleicht kriegen wir da ein paar übrig. Aha. Unser Hotte Hü hat es geschafft, hier durchzubrettern. Ja, kannst direkt mal den Typen hier angreifen.
Und du machst hier bitte diesen. Schön. Dann einmal hier lang. Und dann kannst du schon mal direkt hier unten Georgia erobern. Nochmal Angriff bitte. Fährst du schon mal hier hin? Ja, genau. Einmal durch die komplette Gebirgskette, ne? Weil das so schön schnell geht. Auch für Panzer, ne? Die kriegen da einen Geschwindigkeitsbonus. Das sind Beschleunigungssteine, über die dann fahren. Das sind spezielle Spezialsteine aus Spezialgestein. Und die erhöhen die Geschwindigkeit von Panzern, wenn man da durchfährt. Deswegen will er da langfahren. Du kannst direkt immer hier durchstoßen. Das ist Blödsinn, das zu verteidigen. Nee, warte hier. Ja, das ist gut, wenn du das eroberst. Bleib da. Nee, dann bleib du tatsächlich doch da stehen. Das scheint mir nicht so dumm zu sein. Die KI macht hin und wieder auch wirklich gute Moves. Also ich bin ja, gerade bei der Verteidigung, bin ich recht froh mit der KI. Das macht sie eigentlich ganz gut. Du bist wahrscheinlich noch nicht mal angekommen, ne? Ja, der ist noch auf dem Weg. Ah, ich weiß ja, ob das noch... Ob das noch reicht? Oh. Naja, okay, gut. Ein Flieger verloren ist jetzt nicht so dramatisch. Was macht meine Flotte da oben? Boah, ist bitter, ey. Wow, 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 wow. Die Flotte ist wahrscheinlich auch zu groß für den Hafen. Obwohl wir ganz schön viele Zerstörer gelassen haben. Also, naja. Gut. Das hier drüben ist gut. Ich überlege gerade, ob wir den Panzer vielleicht doch noch einsetzen sollten. Mach das mal. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn der dann... Wenn wir so kommen, wenn er dann einmal von der Versorgung abgeschnitten ist, dann geht das auch ein bisschen schneller. Ah. Okay, gut. Nichts passiert. Marvin war ja auch so nett und hat mir geantwortet, dass es, glaube ich, Absicht ist, dass man die Flotten nicht miterobern kann, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Krieg gewinnt, dass man halt eben nicht die Flotten fordern kann, dass das wohl Absicht ist, weil das sonst zu OP wäre, wenn man halt, weil man dann irgendwann... Oder in relativ kurzer Zeit eine relativ riesige Flotte bekäme und dann einfach so die Weltmeere total dominieren könnte. Schön, wir haben die Armeen da oben aufgerieben, das ist super. Dann kannst du die jetzt in Hochgeschwindigkeitsmodus darunter verlegen. Das ist auch schön, dass die Front da oben dann weg ist. Okay, das ist nice. Wir schauen nochmal gerade in die Verluststatistiken. 226.000. Ja, wir müssen die Russen nochmal 20 Regimenter rüber schicken, sonst haben die Amerikaner nicht mehr lange was davon. Stopp. Das mag ich jetzt zum Beispiel weniger. Wir machen es andersrum. Du gehst bitte hier hin. Wir müssen die ja nur ein bisschen hinhalten, also ich glaube, das ist... Ja. Lauf erstmal hier hin und dann... Lass die Hälfte hier hin.
Und die andere Hälfte lässt du da angreifen. Das ist schön, dass du da bist. Dann fahr mal weiter hier durch. Wo gibt es denn noch schöne Siegpunkte? Das sind 10. Einer, 10. Ja, schnell her damit. 3, okay. 3. 1. 10. Also sollten wir irgendwie noch versuchen, Texas zu bekommen. San Francisco, 25 Siegpunkte. Okay, aber so schnell bin ich nicht. So schnell bin ich, glaube ich, echt nicht da. Aber du kannst dich mal weiter an der Küste entlang. Vielleicht kriegen die endlich mal diese Deppen da weggemetzelt. Ich meine, die sind doch komplett im Arsch. Die können doch gar nichts mehr. Die sind doch total, total fertig. Bitte hier, du kannst dicht an der Front langfahren, das geht. Natürlich nur, wenn die Truppen hier nicht alle weggelegt werden, aber ist okay. Ich bin es ja gewohnt, dass hier die KI meine Pläne unterminiert. Genau, du kannst direkt hier weiter angreifen und du musst einfach nur bis dahin laufen und dann kannst du hier drüben attackieren. Ja, einer davon darüber, super. Also einer von den Gebirgsjägern. Okay. Direkt hier. Weiter. Und wir schauen mal. Ja, aber so schnell kommen wir. Ja, komm, lass mal einen darüber fahren. Also es könnte ganz interessant werden. Okay, wer hat Nachschubprobleme? Da oben. Warum so hohe... Achso, wahrscheinlich wegen... Ich muss mal gerade gucken. Effizienz der Seeroute ist es. Mhm, ja. Ich habe es befürchtet. Ich kann da jetzt aber auch Myriaden von Handelskonvois versuchen zu bauen. Das wird da nichts bringen, ne? Maestrale Klasse und Maestrale Klasse. Ja, komm. 15 Tage Produktion verliere ich, ja. Okay. Ah, ich hasse dieses Geräusch. Ah, Deutschland beansprucht das Memelland. Angesichts der angriffsbereiten deutschen Truppen an seiner Grenze hat sich Litauen dem Ultimatum aus Berlin gefügt und das Memelland übergeben. Das Gebiet wurde wieder in Ostpreußen eingegliedert, aus dem es gemäß dem Versailler Vertrag ausgegliedert worden war. War es das jetzt mit den territorialen Ambitionen Deutschlands in Europa? Experten haben da so ihre Zweifel. Noch ein paar Kartensätze, die jetzt veraltet sind. Der Spruch ist auf jeden Fall cool. Zynisch. Und trifft's aber auch so ein bisschen. Oh. Ja, okay, gut, nichts passiert. Sonst noch etwas? Nee, ne? Gut. Wir bräuchten Öl. Eigentlich müssten wir mehr Öl kriegen, weil wir doch... Obwohl, ich glaube, wir müssen erst bis nach Texas, damit wir da das ganze Öl bekommen. Oder die USA müssen halt kapitulieren. Wie sieht's aus? Ja, wir haben es fast, ne? 75% mittlerweile. Wir sind nur um 7% gesteigert. Okay. 3 Siegpunkte. Holt das einer von euch? Ihr holt das beide? Jo, dann... Komm hier, fahr du mal nach Louisiana. Ich glaube, das müssten wir dann doch auch schaffen.
gehe hier rüber. Boah, ey, mach's doch einfach, schalt's doch einfach ab. Okay. Bitte so rum. Nein. So rum. Und du greifst jetzt mal gerade hier an. Weil das geht mir ziemlich auf den Zeiger, wenn die KI jetzt meint, hier alle meine Truppen wegschubsen zu müssen. Boah, leck. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das da sieht aber ganz gut aus. Wir müssten ja eigentlich, dadurch, dass wir hier auch so ultimativ viele Gebiete kontrollieren. Ist es Gebirge? Ne, ist eine Ebene. Schön. Ich glaube, dann können wir da angreifen. Holst du auch noch Louisiana. Dadurch, dass wir so ultimativ viele Gebiete haben, müssten wir eigentlich ordentlich versorgt sein, oder? Machen wir hier weiter. Gut. Ist doch immer wieder schön, wenn man die Truppen da oben aufreiben kann. Das ist irgendwie Quatsch, wenn du da auch... Ach, greif den doch an. Das ist doch viel sinnvoller. Oh, wir sind schon wieder bei 47 Minuten. Ey, Leute, sorry, für euch ist es vielleicht teilweise schleichend langsam, aber für mich vergeht die Zeit hier echt wie im Flug. Also für mich geht die Zeit hier echt schnell runter. Schicken wir mal noch einen Panzer da vorne hin. Ja, und so sehen die USA dann ohne Florida aus. Und ohne Westküste. Also ohne New York, ohne Washington, ohne alles. Läuft doch. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ach, endlich schaffen wir es auch mal da oben, die Gebiete zu erobern. Okay. Warte mal, du hast ja echt diesen Flughafen auf dem Präsentierteller einfach liegen lassen? Okay. Warte. So. Dann... Du. So. Und dann du. Lass mal nach San Francisco. Vielleicht kommen wir da sogar noch an. Bevor der Krieg vorbei ist. Wir könnten jetzt auch eigentlich mal deinen Angriffsbefehl ansonsten noch ausführen, ne? Ja, warten wir erstmal, bis hier die Dinger da weg sind. Und dann führen wir vielleicht noch deinen Angriffsbefehl aus. Nee, aber das ist super gelaufen. Ich glaube, wir können uns hier echt nicht beschweren. Und du machst mal bitte Turbo-Verlegung. Nach hier auch. Wir nehmen auch die Hotte Hüß noch komplett mit. So, hier ist schon irgendwas angekommen? Nee, ne? Ja, das ist scheiße. Das, dieser Krieg gegen die USA, naja, da oben ist noch ein bisschen Alaska, aber das schenken wir uns. Da ist, glaube ich, auch noch nicht mal, irgendein Regiment drin, ne? Also, zumindest wäre mir das auch nicht bekannt aus irgendwelchen anderen Let's Plays und so, dass da jemals, oh wow, Einzelschiffe, dass da jemals ein Regiment drin gewesen wäre. Vielleicht verlieren wir am Ende da hinten noch einen Transporter. Wäre nicht so gut. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich sage mal's gut, bis dahin, in diesem Sinne. Ciao.